Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Telefonate mitgebracht. Im zweiten Telefonat wird es heute tatsächlich sogar wieder ein kleines bisschen hitziger. Naja, und die nette Tante bestätigt, dass das alles Betrügerplattformen sind. Mehr oder weniger. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Anrufen. Herr Labommel? Mhm. Ah, ich bin's wieder, Levi. Haben wir Termin gehabt gegen 14 Uhr? Mhm. Oh, normalerweise, ich höre meine Stimme zweimal. Ja. Oh, höre mich ganz schlecht. Hören meine Stimme gut? Ja. Okay, Herr Labommel, die Ursache meiner Meldung ist in Folgendes, haben wir heute gesprochen, dass Sie bei uns Registration gemacht haben. Mhm. Stimmt das? Was ich möchte auch Ihnen gerne fragen, ob Sie Investitionen getan haben oder noch nicht? Nee, bis jetzt noch nichts. Noch nicht. Das ist auch die Ursache meiner Meldung. Ja, weil ich bin Ihre Kontomanager, ich werde Ihnen gerne dabei helfen, bei uns Handelskonto zu einrichten, ja? Mhm. Haben Sie gerade Computerzugang? Ja. Okay. Herr Labommel, wissen Sie, was ist Anydesk-Applikation? Ja. Okay. Haben Sie schon bereit auf Ihrem Computer? Nein. Benutzen Sie auf diesem Rufnummer WhatsApp, wenn ich fragen darf? Nein. Weil normalerweise ich höre mich ganz schlecht. Ja. Haben Sie vielleicht auch Festnetznummer, oder? Ja, das ist doch meine Festnetznummer. Dann können Sie mir Handynummer sagen? Mhm. Warum? Nur eine Nummer reicht doch. Also, ja, verstehe ich, aber ich höre Ihre Stimme und meine Stimme doppelt oder dritte Mal, wenn wir sprechen miteinander. Hm, keine Ahnung. Ich nicht. Ich höre nur einmal. Also, okay. Dann machen wir so. Anydesk haben Sie schon installiert auf Ihrem Computer? Mhm. Noch nicht? Mhm. Dann werde ich Ihnen eine Webseite buchstabieren. Was denn für eine Webseite? Das ist einfach Fährverbindungsprogramm, womit werde ich Ihnen dabei helfen, für die Handelskonto zu einrichten. Also Sie wollen mir jetzt die Webseite von Anydesk buchstabieren? Anydesk, wenn Sie das schon wissen, laden Sie bitte herunter diese Applikation. Sie können es ja gerne buchstabieren, aber ich lade die Software nicht runter. Wie bitte? Ich sagte, Sie können es ja gerne buchstabieren, aber ich lade mir die Software nicht runter. Das ist einfach ein Programm, das ist einfach ein Fährverbindungsprogramm. Ja, das ist richtig, aber Sie haben ja nichts auf meinem Computer zu suchen. Ja, und genau so sieht's aus. Niemand Fremdes hat was auf eurem Computer zu suchen, außer ihr wollt das in dem Moment. Tja, also selbstständig, weil ihr Computerhilfe braucht. Aber einfach so jemanden auf eurem Computer lassen, damit er euch da beim Bescheißen zugucken kann. Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen. Denn mit Anydesk oder eben auch mit TeamViewer, VNC und was es da so alles gibt, tja, da ist nicht zu spaßen. Man kann da auf eurem Computer jede Menge Scheiße mit anstellen und anrichten. Und im schlimmsten Fall haben die noch mehr Daten, als ihr eigentlich preisgeben wollt. Passwörter, irgendwelche Kontodaten und so weiter. Oder vielleicht auch die Schmuddelbilder von der Freundin oder vom Partner eben in den eigenen Dateien. Tja, und da will man die bestimmt auf keinen Fall reinlassen. Ich suche gar nicht, ich werde Ihnen einfach dabei helfen, für Ihr Krypto-Konto zu erstellen. Na, meinen Sie denn, die Kunden sind so blöd und können das nicht alleine? Also, dann versuchen Sie das alleine zu machen. Hm. Coinbase.com heißt solche Webseite, wo sollen Sie Ihr Krypto-Konto aufmachen. Und wozu brauche ich das? Das ist einfach Vermittler-Unternehmer, die hilft uns, Umwandlungen machen zwischen Staatswährungen und zwischen Kryptowährungen, ja, weil für alle Einzahlungen und Auszahlungen brauchen wir solche Vermittlerunternehmer. Die hilft uns Umwandlung machen zwischen Staatswährungen und zwischen Kryptowährungen. Hm. Und von welcher Webseite aus rufen Sie jetzt an? Also, gerade rufe ich von XPR Markets. Sie haben bei unserer Werbung Tesla App Registration gemacht. Ja, das heißt Tesla App, ja. Hm. Genau. Nicht App. So, sagen Sie mal die Seite, dann mache ich mal die auf erstmal. Coinbase.com. Nee, Ihre eigene, nicht eine fremde Webseite, erstmal Ihre eigene.
XRP. XRP. Markets. Und dann CAP? Ne, xrpmarkets.net. .net, aha. Gucken wir mal. XRP. Habe ich gar nicht in meiner Liste gespeichert. xrpmarkets.net. Ja, so, und dann muss ich nochmal aufrufen. XRP und den Market. .net. Martha Anton Richard Konrad Emil Theodor Siegfried .net. Ach, Market. Genau. Das ist einfach Ihre Handelsplattform, aber bevor Ihre Handelskonto ist schon bereit, aber sollen wir mit mindestens Einstiegskapital Ihre Handelskonto aktivieren, ja? Mhm. Ja, ich will ja erstmal die Seite sehen. Sonst muss ja wissen, okay, wo ich einzahle. So, jetzt ist die Seite geladen. Ihr Server ist ganz schön langsam. So. Boah, das ist aber wirklich langsam bei Ihnen, der Server. Benutzen Sie bloß einen V-Server? Also bei mir funktioniert alles sehr gut. Weiß ich nicht, vielleicht das ist irgendein Internetzugang. Nö, da habe ich eine gute Leitung. Also, so leider kann ich Ihnen nicht mitsprechen, ja, weil ich höre dreimal meine Stimme in meine Ja, für mich reicht einmal. So, jetzt bin ich erstmal auf Deutsch gegangen. So, XRP Markets. Traden Sie mit Zuversicht auf der weltweit führenden Trading-Plattform. Genau. Ach so, Sie sind die weltweit führende Trading-Plattform. Natürlich. Ach so. So, machen Sie es wie Millionen andere. Ach, Sie haben Millionen Kunden? Wie bitte? Sie haben Millionen Kunden? Natürlich. Okay. So, gucke ich mir erstmal die Seite hier an. Zumindest kann man schon mal viel lesen, ja. So, bei uns ist Krypto einfach. Ja. AMB-Krypto, was denn das? Was ist ein AMB-Krypto? Hallo? Wie bitte? Was ist denn AMB-Krypto? Wo haben Sie AMB-Krypto gelesen? Auf Ihrer Seite. Wo sehen Sie, können Sie mir auch sagen? So im unteren Drittel, da kommt AMB-Krypto so als Beitrag, aber das ist halt nicht übersetzt, das ist dann auf Englisch alles. Mache ich auf Englisch auch? Nö, es ist ja auf Englisch, da kann man auch auf Deutsch klicken und dann ist es auf Englisch. Trotzdem. Auf diese Rufnummer benutzen Sie gar kein WhatsApp? Nee, auf der Rufnummer habe ich kein WhatsApp. Das ist einfach Festnetznummer, aber über Handynummer besitzen Sie auch keine? Ja, Handy hat man natürlich, klar. Handy haben Sie schon, aber haben Sie auf dem Handy WhatsApp? Ob ich auf dem Handy WhatsApp habe? Ja, natürlich habe ich auf dem Handy WhatsApp. Wir hatten das nicht heute. Also, dann versuche ich mich per WhatsApp bei Ihnen zu melden. Können Sie mir Ihre Handynummer diktieren? Nee. Habe ich doch gesagt, die gebe ich nicht raus. Aber ich habe eine andere Frage noch. Sie haben jetzt hier ganz unten auf der Webseite, haben Sie XRP Markets nochmal stehen. Das soll sowas wie ein ziemlich schlechtes Impressum darstellen. Und wenn da jetzt steht Contact Number und ich gebe Ihre Contact Number in meinem Telefon ein, dann geht die Nummer nicht. Die ist nur besetzt. Also das ist Support-Nummer. Ja, das weiß ich nicht. Die geht nicht. Versuchen Sie das erneut. Ja, mach ich, warten Sie. Ich gebe mal ein hier nochmal, Wahlwiederholung. So, Lautsprecher, dann können Sie da mithören. Also Ihre Nummer geht nicht, die auf Ihrer Webseite steht. Warum nicht? Also wenn Sie ständig Ihr Mikrofon ausmachen, macht das keinen Spaß. Wie bitte? Ja, Sie sollen nicht immer Ihr Mikrofon ausmachen, das ist nervig. Also, habe ich Ihnen gesagt, ich höre meine Stimme dreimal. Was kann ich tun? Weiß ich nicht. Ich höre Ihre Stimme ganz schlecht, ich höre nur meine Stimme. Ja, ich kann ja für Ihre Leitung nichts und für die Technik da bei Ihnen im Callcenter. Aber wie gesagt, man kann Ihre Support, Ihre Service-Hotline, die kann man nicht anrufen, die geht nicht. Die auf der Webseite steht, die Telefonnummer. Okay, warten Sie bitte ganz kurz.
Ja. Oh, genau, da würde ich sagen, haben wir sie wieder beim Bescheißen erwischt. Und naja, die haben sich wieder für klüger gehalten und letztendlich, wenn man das dann mal nachprüft mit der Telefonnummer auf der Webseite und die dann in sein Telefönchen eintippt, oh, und dann da sowas bei rauskommt, da haben sie natürlich keine Antwort mehr dazu. Aber logisch, man probiert seine eigenen Rufnummern ja logischerweise eben auch nicht aus. Aber erreichbar sollte die Nummer, die da auf der Webseite steht, schon sein. Naja. Und dann meinte er, ich soll einen kurzen Moment warten, er will das überprüfen, dem Anschein nach. Ja, aber anstatt das zu überprüfen, hat er dann das Gespräch einfach abgebrochen. Gemeldet hat er sich dann nicht nochmal, um da noch irgendwie eine Erklärung abzugeben. Ich würde sagen, wir haben hier wieder exakt ins Schwarze getroffen und wissen ganz genau, bei was für einer Firma wir hier gelandet sind. Naja, aber im nächsten Gespräch, ja, wird's nochmal ein bisschen märchenhafter. Wie geht's Ihnen? Ja. Hier Thomas Weber. Mhm. Ich rufe Sie von Swiss Capital Bank an, weil Sie sind hier auf unserer Plattform registriert. Mhm. Und gerne möchte ich Ihnen mitteilen, dass Sie eine gute Chance erworben haben, hier auf unserer Plattform. Ja. Mhm. Das ist eine zwei Wochen Testphase, in dem Sie testen, ja. Ihre Konto zum Beispiel einzahlen, auszahlen, ihr Gewinn ist. Mhm. Und dazu kommt auch ein Finanzexpert, mhm, ohne Preis, das auch im Paket, ja. Mhm. Und auch sogar ein Autotrader. Das ist ein Programm, der automatisch handelt, ja, mhm, auf dem Markt. Und darf ich mal fragen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen von dem Onlinehandel? Ja, ja. Wie ist denn Ihr Passwort? Wie bitte? Wie ist denn Ihr Passwort? Mein Passwort? Was für ein Passwort? Na, ich habe ja gestern eingezahlt und da haben wir ja ein Passwort vereinbart. Wie ist denn das Passwort? Ah, okay. Jetzt, Moment, ich verliebe Sie mit unserem Kontomanager, okay? Aha. Und Sie kann das erledigen. Und wie sagt mir denn okay? Das Passwort? Moment, bitte. Ja. Tja, geht hier schon wieder unfassbar geil los. Tja, das, die Geschichte mit den Passwörtern, das scheinen ja auch wirklich nur die Betrüger-Callcenter in- und auswendig zu kennen, denn bei einer seriösen Bank würde man sowas nicht bekommen. Und der wird jetzt wirklich ernsthaft noch eine Kollegin holen, weil hier ist er schon raus an der Stelle. Ging ja ziemlich schnell mit dem Kerl. Hallo, hier Lautenbach. Ja. Mein Name ist Sandra Schmidt. Ja. Also, sagen Sie mir bitte, wo haben Sie Geld eingezahlt? Na, gestern bei Avatrade. Was war, wie ist Ihr Name? Mein Name? Die Plattform. Na, bei Avatrade. Ja, wie ist denn Ihr Passwort? Nein, schauen Sie, also wir sind nicht von Avatrade, sondern wir sind von Schweizer Bank. Ach wo so, Sie, dann sind Sie einer von den Betrügern. Also die von Avatrade haben Sie? Die von Avatrade haben gesagt, wenn die das Passwort nicht wissen, dann sind wir das Betrüger. Wir sind genau die Betrüger-Company, genau richtig. Also Sie haben das richtig gesagt, aber das müssen Sie bestätigen jetzt, sonst bekommen Sie Strafe von uns. Ich soll das bestätigen. Okay? Ja, so ein tolles Blabla jedes Mal, die mit ihrer Strafe und dass man das bestätigen soll, dass man die als Betrüger bezeichnet hat. Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen, aber tja, maximal machen sie sich damit komplett lächerlich und zum Klops. Denn, ja, was wird denn da kommen? Also, was soll denn da kommen? Soll ich jetzt von einem Betrüger angezeigt werden, weil ich Betrüger gesagt habe oder was? Tja. Ja, ich bestätige, dass genau, Sie Betrüger sagen Sie mir, sind. Warum sind wir Betrüger? Na, weil Sie das Passwort nicht wissen. Avatrade hat gesagt, Welches Passwort? So, warte Sie kurz. Sie haben irgendwo Geld investiert beim anderen Plattform und welches Passwort soll ich sagen? Ja, welches Passwort soll sie da sagen? Ja, das Passwort, was die Plattform ja einem am Telefon vergeben. Dieses Passwort hätte ich gerne gehabt. Tja,
Natürlich habe ich bei Arbitrade nichts eingezahlt. Aber ich wollte mal gucken, wie die nächste Firma, die mich dann eben anruft, darauf reagiert und ich nach dem Passwort frage, so wie man das eben gerne von diesen Betrügerplattformen hätte. Die sagen ja einem ein Passwort durch und dann soll man das Passwort beim nächsten Betrüger erfragen. Und wenn der das nicht weiß, dann zahlt man da kein Geld mehr ein. Denn so sichern sich die Betrügerplattformen eben die Kundschaft, dass man nicht in der Zwischenzeit noch woanders hingeht. Denn wenn man woanders beschissen wird, nebenbei noch, tja, dann will man natürlich auch ganz schnell seine Kohle wieder haben und dann ist das Risiko sehr hoch, dass man hier eben ja nicht mehr weitere Gelder von dem Kunden betrügen kann. Und deswegen sichern sich einige Plattformen mit einem Passwort ab, dass man eben das Passwort, wenn man das nicht sagen kann, dass man dann eben auch mit den Leuten nicht weiter spricht als Kunde. Tja, nur funktioniert das nicht besonders und unseriös ist es auf jeden Fall auch mit dieser Passwortgeschichte. Dann stellt euch mal vor, eure Bankberaterin sagt euch ein Passwort und ihr müsst jedes Mal dieses Passwort abfragen, wenn ihr bei einer Bank anruft, also bei eurer Bank. Tja, absoluter Blödsinn. Denn seriöse Unternehmen, da werdet ihr gar nicht erst von denen aus angerufen. Das ist halt auch einfach der Grund, damit die eben sich davon so ein bisschen abheben können. Ja, und hier seht ihr ja jetzt, wie die nächste reagiert. Die ist total angepisst, weil sie weiß hier, dass er jetzt als Betrüger abgestempelt wird, weil eine andere Betrügerplattform die Betrüger eben als Betrüger betitelt oder eben gesagt hat, alle anderen sind Betrüger, die das Passwort nicht wissen. Ja, und nach dem Verfahren handeln wir jetzt hier. Ihr seht ja, was dabei rauskommt. Na, aber Sie haben gesagt, wenn Sie von anderen Plattformen einen Anruf bekommen, Sie müssen eine Passwort fragen und die anderen sind Betrüger und so weiter und so weiter. Stimmt das, ja? Ja. Okay, dann das glauben Sie. Na, hat aber Trade gestern gesagt, wenn Sie das Passwort nicht nennen können, okay, dann sind Sie Betrüger. Heute ist Donald Trump gestorben. Glauben Sie das? Wer ist gestorben? Donald Trump ist gestorben. Ach echt? Wusste ich noch gar nicht. Ja, sagen Sie, warum glauben Sie mir jetzt? Na, ich glaube Ihnen ja nichts, weil die anderen haben gesagt, wenn Sie das Passwort nicht... Glauben Sie sonst? Sie haben gesagt, wenn Sie das Passwort nicht wissen... Dann darf ich Ihnen nichts glauben. Dann sind die anderen Plattformen alle Betrüger, weil sie wissen nicht die Passwort. Okay, ich sage Ihnen, Ihre Kundennummer ist 60 75 87. Aha. So sind die bei uns registriert. Sie haben Ihre Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer gegeben. Ja, ist ja schön, dass sie mir jetzt die fortlaufende Kundennummer da diktiert hat, die in jedem System ja wohl Standard sind, weil irgendwie muss man ja die Kunden eindeutig identifizieren können, wenn der Name mal geändert wird oder wie auch immer, damit man das gleiche Kundenkonto behält. Das ist in jeder Firma nicht anders und in jedem System nicht anders. Jeder Eintrag hat eine fortlaufende ID. Tja, und mehr ist eine Kundennummer hier in dem Fall auch nicht wert. Betrüger bleiben sie trotzdem. So, das heißt... Also, Sie haben Interesse geäußert, auf der Finanzmarkt Geld zu verdienen. Und wir sind eine Schweizer Kapitalbank. Und wenn Sie mir jetzt sagen, Sie sind ein Betrüger, das müssen Sie genau wissen, was Sie sagen. Stimmt das, ja? Ja. Okay, dann entschuldigen. Sagen Sie, Frau Schmidt, entschuldigen Sie mir bitte, ich habe das falsch gesagt. Nee, das stimmt doch. Sie sind doch Betrüger. Dann müssen Sie bestätigen, sonst glauben Sie mir. Ja, aber ganz im ich Ernst. Ich verspreche Sie, Sie dann sprechen, bekommen Sie einen Strafe ja, von mir. Darf man auch mal was bei Ihnen sagen oder quatschen Sie einem immer rein? Na. So, kann ich jetzt auch mal was sagen? Bitte schon, ja. Aber ich habe noch so viel Zeit für diese Scheiße zum Reden. Ja, Sie sprechen absolutes Kakerlakendeutsch, also vollkommen unterirdisch. Und dann heißen Sie mit Nachname Schmidt, wer soll denn das glauben? Also, mit wem haben Sie gestern gesprochen? Ja, das geht Sie doch nichts an. Sie wissen das Passwort ist nicht. Das ist auch scheißegal. Ja. Aber glauben Sie mir, wo Sie Geld investiert haben, also, Sie sind auch genauso Betrüger. Wie ihr, weiß ich doch. Ich weiß genau, dass Sie was reingezahlt haben, verlieren Sie auch das. Und noch mehr. Ja. Und ich wünsche Ihnen schon einen Tag. Ja, das wissen ja nur die Betrüger, dass Arbitrade auch dazu gehört. Aber super, dass sie das so veröffentlicht haben auf YouTube jetzt hier. Ja, was will man auch anderes erwarten? Da ist sie dann auf einmal weg. Tja, kein Geld zu holen, kein Interesse, weiter zu diskutieren. Das kennt man ja nicht anders von den ganzen Betrugswebseiten. Aber ganz schön, dass sie hier bestätigt, dass Arbitrade wohl auch zu den Betrügern gehört. Ich meine, klar, wir wussten das auch vorher schon, dass Arbitrade auch nichts anderes als Betrug ist, aber sie hat hier gesagt, sie werden dort auch kein Geld mehr rausholen können. Tja,
hat sie sich wohl aus Versehen verraten, dass sie wohl selbst zu den Betrügern gehört und man eben auch bei AvaTrade kein Geld rausbekommt. Tja, so ist das. Einzahlen könnt ihr überall. Was da am Ende denn nachher noch rauskommt aus dem Laden? Tja, da wisst ihr ja Bescheid. Da bleibt kein Cent übrig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr möchtet, ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.